sauber mache. Umwelt aufwirten, Abfälle verwirten. Herzlich willkommen zum Topspiel der 26. Spielrunde. Steiermark 1 TV und fanreport.com präsentieren Ihnen das Spiel zwischen ASK Veitsberg und SC Deutschlandsberg. Veitsberg, wie gewohnt, in Schwarz braucht die Punkte. Deutschlandsberg braucht sie auch. Siebter gegen Vierter und somit wurde die Partie ziemlich vorsichtig begonnen. Verlieren verboten. Erster Aufreger aber dann schon in der 18. Spielminute. Nach diesem Einwurf hier böse Attacke von Marce Fratzko. Mit dem Ellbogen gegen Gernot Sauer hier gerichtet. Schiedsrichter Duschek steht direkt daneben und stellt den Übeltäter nach 18 Spielminuten mit Rot vom Platz. Der Abwehrchef der Veitsberger, der musste auch verletzungsbedingt ausscheiden. 32. Spielminute. Schmidt mit einem weiten Einwurf. Schlechter Abwehrkopfball von Trost und das ist Gregor Grubesic. Und er macht das Ding. 1:0 aus Sicht der Deutschlandsberger. Gregor Grubesic steht hier genau richtig. Ein Mann weniger, aber ein Tor mehr. SC Deutschlandsberg. Veitsberg lässt sich aber nicht davon irritieren. Es geht weiterhin nach vorne. Hier ein guter Seitenwechsel. Brandstätter nimmt ihn direkt und bringt ihn in die Mitte. Und da steht Jürgen Hieden. Genau richtig, Ausgleich. Jürgen Hieden trifft zum 1:1 für den SK Veitsberg. Vor der Pause noch einige Chancen. Hier versucht man es mit einer Flanke. Matthias Götzinger kann aber diese Flanke noch abwehren. 1:1 der Pausenstand. Fanreport.com, wir berichten über dich. Nach Wiederanpfiff geht's so richtig rund. Die Gäste erneut am Weg nach vorne. Hier mit einem Weitschussversuch, der wird abgeblockt, aber dann steht ein Mann ganz richtig und das ist Aladin Hosanovic. Der macht nämlich das neue Tor, das weitere Führungstor für den SC Deutschlandsberg. Aber im Gegenzug die Veitsberger schon wieder mittendrin, statt nur dabei. Gute Kombination, schöner Doppelpass und hier auch schon wieder der Ausgleich da. 2:2, Michael Krizhenik macht das Ding. ASK Veitsberg gleicht also wieder aus und macht auch mehr Druck. Hier Foul im Strafraum, was macht der Schiedsrichter? Er zeigt Elfmeter und somit gibt es den Strafstoß. Ewald Hutter läuft an, schießt, trifft aber nur die Stange in der 73. Spielminute. Und wie sagt man so schön, alles was man nicht selbst macht, bekommt man hinten dann wieder hinein. In der Schlussphase dieser schnelle Konter der Gäste. 83. Spielminute, das ist der Mann der Stunde und der macht das 2:3. Florian Aibinger. Die Westseite, die versuchen nochmal alles, geben nochmal richtig Gas, werfen alles nach vorne, kombinieren und kämpfen um jeden Ball. Aber irgendwie will der Ausgleich nicht fallen. Hier vielleicht jetzt durch diese Aktion. Stangelpass, aber auch diesen hat der Torhüter der Gäste. Den Schlusspunkt, den setzen dann die Deutschlandsberger. Hier mit einem Weitschuss und das ist Aladin Hosanovic und der macht seinen Doppelpack. Und zwar zum 2:4 in der Nachspielzeit. 93. Spielminute, dann ist es auch schon vorbei. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Da wird es noch einiges zu besprechen geben, vor allen Dingen für die Veitsberger Jungs. Wir hören einmal rein, was die Trainer zu sagen haben. Ja, das ist unglaublich, was hat meine Mannschaft geleistet. 75 Minuten mit meinen weniger. Wir haben vier Tore geschossen. Ich denke, das ist dieser Sieg enorm wichtig für uns. Und wir sind jetzt dran auch. Kann alles passieren, noch vier Runden sind noch im Spiel. Nach einer Niederlage irgendwas Positives findet. Wir waren beide mal einen Mann mehr durch einen Ausschluss beim DSC. Haben es aber nicht geschafft, dass man das in Tore umsetzt, sondern haben eigentlich nur sag mal, bis zum anderen 20er überzeugt gehabt. Wir waren völlig überlegen, haben aber nichts daraus gemacht und haben nachher eigentlich das verabsäumt mit dem Tore schießen, dass man klar in Führung geht, was man eigentlich machen hätte müssen. Dann haben wir einen Elfer nicht reingehauen. Wir haben hinten einen saudummen Fehler gemacht. Und wenn man es dem Gegner so leicht macht, dass man Tore schießt, dann braucht man sich nicht wundern, auch wenn man gegen 10 Leute spielt und dann verliert. Der SC Deutschlandsberg kann hier die Punkte aus Veitsberg entführen. 4:2 der Endstand aus Sicht der Deutschlandsberger. Und in der nächsten Woche, da geht es für SV Frohnleiten und SV Angern ran. Wir berichten dann über Sie und wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.